Hallo, ich bin Iris aus dem Mühlenkreis und ich koche uns heute ein ganz altes Gericht aus unserem Kreis. Das ist ein Gericht mit Buttermilch und Kartoffeln. Das sind so die Lebensmittel, die man von jeher schon zur Verfügung hatte und die auch sehr nahrhaft sind. Ich habe die Kartoffeln klein geschnitten und habe die hier im Kochtopf schon mal aufgesetzt. Kartoffeln gehören zu den stärkehaltigen Lebensmitteln, also unser Körper gewinnt daraus Energie. Wir können aus Stärke Zucker herstellen und es gibt unterschiedliche Kartoffelsorten mit unterschiedlichen Stärkegehalten. Wir unterscheiden Kartoffeln im Festkochend, vorwiegend Festkochend und mehlig kochend, und ich habe hierfür jetzt eine mehlig kochende Kartoffel gewählt. Mehlig kochend heißt immer, es ist ein höherer Stärkeanteil drin und dadurch zerfällt die Kartoffel. Das heißt, diese Kartoffel ist für alle Eintöpfe gut geeignet, ist gut geeignet für Kartoffelklöße, für Kartoffelsuppe, für Kartoffelbrei natürlich, für alles, wo die Kartoffel nicht heile bleiben muss. Im Gegensatz zu festkochenden Kartoffeln, die nutzen wir, weil sie schön heile bleiben nach dem Kochen, zum Beispiel für Kartoffelsalat oder für Bratkartoffeln. Da möchten wir ja nicht so eine Matsche in der Pfanne haben. Und vorwiegend festkochende Kartoffeln, die liegen dann so dazwischen. Beim Einkauf kann man das ganz einfach erkennen. Die Tüten mit den festkochenden Kartoffeln sind immer grün gekennzeichnet. Irgendwo ist immer an der Tüte ein grünes Band. Die vorwiegend festkochenden sind rot und die mehlig kochenden sind blau. Das mal als kleinen Tipp. Ich habe die Kartoffeln hier jetzt im Topf. Ich habe die Kartoffeln nur zur Hälfte im Wasser liegen, denn Wasser kocht bei 100 Grad und heißer wird das nicht. Deswegen muss ich jetzt auch gucken, das fängt jetzt an zu kochen und ich stelle jetzt zurück. Und je weniger Wasser da drin ist, umso weniger Nährstoffverlust habe ich und umso weniger Energie brauche ich, dass die Kartoffeln kochen. Die oberen Kartoffeln liegen jetzt im Wasserdampf. Wasserdampf hat auch immer 100 Grad und die garen dann natürlich in diesem Wasserdampf genauso gut wie die unten liegenden im Wasser. Auf gar keinen Fall sollte man allerdings den Deckel so drauflegen, dann verdampft das Wasser. Die oberen Kartoffeln werden nicht gar und die unteren brennen uns irgendwann an. Der Deckel muss immer fest verschlossen sein. So, während die Kartoffeln kochen, mache ich jetzt Speck in meine Pfanne. Auch das hatte man früher auf allen Höfen zur Verfügung. Es wurde regelmäßig einmal im Jahr ein Schwein geschlachtet. Es wurde immer alles verwertet und man nahm durchaus auch den fetten Speck und nicht diesen rot durchwachsenen Speck für solche Gerichte, um alles immer auch zu verbrauchen. In der Zwischenzeit gebe ich in den anderen Topf Buttermilch. Buttermilch ist immer dann übrig, wenn wir aus Milch Butter herstellen. Für die Butter brauchen wir das Fett der Milch. In der Buttermilch haben wir noch das Eiweiß, auch das Kalzium, aber es ist kein Fett mehr drin. Und dadurch, dass die Milch angesäuert wird, um Butter draus zu machen, jedenfalls bei der Sauerrahmbutter ist das so. Dadurch hat diese Buttermilch so einen leicht säuerlichen Geschmack. Und diese Milchsäurebakterien da drin, die wirken sich auch immer positiv auf Magen und Darm aus. Buttermilch brennt leicht an, muss gut gerührt werden. So, was man natürlich auch immer hatte, waren die Eier von den Hühnern auf den Höfen. Und ich vermische jetzt zwei Eigelb mit einem
Esslöffel Mehl und das gebe ich gleich in die Buttermilch. Dann gibt das eine sehr schöne Bindung. So, der Speck kann ruhig schön kross angebraten werden. Wichtig ist, dass man nicht sofort die Zwiebeln mit reingibt. Die Zwiebeln dürfen nur glasig angebraten werden. Habe ich hier auch noch. Auch die hat man früher in jedem Gemüsegarten auf dem Land gehabt. Die kommen gleich dazu und werden dann nur noch kurz mit erhitzt. Die Buttermilch, die kocht jetzt schon fast und dann gebe ich jetzt mal nehme den Topf erst kurz einmal runter, gebe dann diesen Kloß da rein und vermische das. So, die Buttermilch kocht. Ich nehme sie jetzt runter von der Platte. Ich gucke jetzt, ob die Kartoffeln gar sind. Steche einfach mit der Gabel rein. Wenn alles weich ist, sind sie fertig. Gieße jetzt das Wasser ab und gebe die Kartoffeln mit in die Suppe. So, das ist die Buttermilch-Kartoffelsuppe. Ich kann jetzt die Zwiebeln mit dem Speck getrennt dazu reichen. Ich kann aber auch alles mit reingeben. Ein Gericht mit Zutaten, die man auf dem Lande immer zur Verfügung gehabt hat und auch heute noch hat. Und sehr nahrhaft und lecker.